Hab ich den auf der Liste? Ja, 8-Minuten-Video, NPC versus Flex. Genderwahnsinn. Produkte, die es ab September so nicht mehr geben wird. Prinzenrolle wird umgenannt in royale Rolle. Dickmann wird nicht zu Dickfrau, sondern zu Dickmensch. Prinzessin Lilifee ist dann auch Geschichte und wird zu lila Farbewesen mit Flügeln. Und Ja, und ich glaube, da habe ich auch in die Kommentare geschrieben. Da bin ich. Dick Mensch, hallo, 2023, mehrgewichtig Mensch. Oder wenn das englisch dick, englische Dick gemeint ist, dann femininer Schwengelmensch. Wenn ihr mehr sehen wollt, gehen Sie jetzt auf diese Seite. Nehmen Gronkh, dann lernt er dich kennen. Bonusmensch. Fettshaming. Wenn ihr meinen ganzen Kommentar finden wollt, viel Glück dabei, den zu finden. Nicht einer hat ihn geliked. Keiner hat mich verstanden, ne? Keiner versteht mich. Direkt mal liken hier. Ihr geht hin und liked. Komm, ich like das. Plastik wird zu Shirin David oder was? Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins, zu einer neuen Folge NPC vs. Flex. Diesmal geht es um das Thema Gendern und da habe ich einen Kollegen auf TikTok gefunden, den wir uns mal genauer anschauen. Mein Name ist Gazelle, ich bin 33 Jahre alt. Mein Name ist Vegeta, ich bin Das lasse ich auch einfach mal so stehen, wenn ich gerade trainiere, ja? 25 Jahre alt. Und meine Pronomen sind they, them, beziehungsweise Gazelle, sie. Und aktuell probiere ich gerade they, them aus. Meine Pronomen sind Vegeta bzw. Prinz aller Saiyajins und ab und zu probiere ich mich mit Weltmonarch oder Eure Majestät aus. Ich bin Robin, ich bin 30 Jahre alt und ich benutze im Deutschen gar kein Pronomen. Einfach nur W. Robin, ich benutze auch keine Pronomen. Und damit starten wir mit dem ersten Video. Let's go. Ihr süßen Zettelrunde 2 von. Muss ich das wirklich gendern? Meiner Meinung nach, nein, du musst gar nichts gendern. Genau, man muss doch nicht gendern, oder wie? Man muss doch gar nicht. Denn es ist kein offizieller Bestandteil der deutschen Sprache. Es ist jedenfalls nicht an. Selbst dann bin ich persönlich gegen Sprachregeln. Anerkannt. Heute dreht sich alles um das Wort Gast. Das ist doch neutral, oder? Muss ich doch nicht gendern? Sehe ich genauso. Gast muss man meiner Meinung nach nicht gendern. Wenn ich an einen Gast denke, dann denke ich automatisch an Mann und Frau. Der oder diejenige, die den Laden betritt. Habt ihr gedacht? Wenn ich das Wort Gast sage, was habt ihr denn im Kopf? Ein Mann, oder? Nein, wenn ich an das Wort Gast denke, habe ich sowohl Mann und Frau im Kopf, nicht nur den Mann. Außerdem, wie soll das klingen, wenn man Gast gendert? Gästin? Gästinnen? So geht's uns allen. Und das ist der Grund, warum wir das Wort gendern sollten. Ist das nicht Verallgemeinerung, wenn du sagst, so geht's uns allen? Ich weiß, wie ihr denkt. Und deswegen müssen wir jetzt das Wort ändern, damit ihr anders denkt. Selbst wenn das so ist, dass die meisten erstmal an einen Mann denken, kann man ja die Assoziationen verändern. Ihr könnt eure Interpretationen verändern mit der Zeit. Wenn ihr euch öfters mal überlegt, dass ein Gast auch eine Frau sein kann, oder wenn es eurer Lebensrealität entspricht, dass ein Gast oft eine Frau ist, dann habt ihr das einfach mehr im Kopf. Deswegen denkt nicht jeder Mensch automatisch an einen Mann bei Gast. Ist ja nicht so. Da müsste man Mensch auch gendern. Ja, Enz. Das Enz kommt aus Mensch. Also kriegen wir das ganz neu und sagen der Gast oder die Gästin. Die Gästin, wer will das aussprechen? Und wie klingt dann die Mehrzahl? Gästinnen? Aber wie mache ich das jetzt im Genitiv? Also wenn ich sagen will, das ist der Name des Gastes. Hi, Dot Blossom. Wenn du das gemein machen willst, ja, genau, dann kannst du das reininterpretieren. Weil so viele Gongons, die du kennst, Triebtäter sind, bin ich natürlich dann auch Triebtäter, ganz genau. Dann solltest du vielleicht ändern, wie du das wahrnimmst. Anstatt ein anderes Wort für mich zu benutzen, oder? Da kann man zum Beispiel sagen, Gazelle ist der Name der Gästin. Vegeta ist der Name des einzigen Gastes. Oder im Plural, die Namen der Gästinnen. Ich liebe Gendern. Alles wird sich gendern. Ich hoffe, dass sich nicht alles gendern wird, denn ganz ehrlich, es wird viel zu kompliziert. Jedenfalls finde ich, hört sich das Ganze auch noch nicht wirklich gut an. Und ich finde, nur weil man jemanden mehr in die Sprache inkludiert, heißt es nicht, dass man den mehr respektiert oder
diese Personen mehr Rechte bekommen. Ich meine, schauen wir mal auf die arabische Sprache. Im Arabischen gibt es für die weiblichen Formen ein eigenes Wort. Und trotzdem haben dort die Frauen nicht mehr Rechte. Unter diesem TikTok habe ich folgenden Kommentar gefunden. Ich finde Gast neutral. Es muss an dir liegen, dass du es männlich empfindest. Arzt ist bei mir auch neutral. Daraufhin hat der Kollege dieses TikTok gemacht. Arzt ist neutral? Ja, Arzt ist neutral. Muss man nicht gendern? Nein, muss man nicht gendern. Dann habe ich ein Rätsel für euch. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf das Rätsel. Ein Vater und sein Sohn haben einen schweren Autounfall. Der Vater stirbt, der Sohn muss ins Krankenhaus. Im Operationssaal sagt dann ein Arzt, ich kann den Jungen nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie kann das sein, Draco? Ganz einfach, wenn der Arzt im Operationssaal sagt, ich kann das nicht operieren, das ist mein Sohn, dann ist es entweder der zweite Vater, wenn er zwei Väter hat, oder die Mutter. Aber dann wäre dein Rätsel nicht richtig, denn es müsste die Ärztin heißen. Denn das generische Maskulin benutzt man nur in der Mehrzahl, wenn männliche und weibliche Formen vorhanden sind. Das heißt, wenn man eine Lehrerin sieht, heißt sie Lehrerin. Aber wenn man jetzt in einer Gruppe weibliche und männliche Lehrer hat, dann sagt man insgesamt Lehrer. Das sind die Lehrer, Mehrzahl, das ist die Lehrerin, Einzahl. Aber gut, jetzt habe ich ein Rätsel für dich. Wenn der Staat sagt, alle Bürger müssen Steuern zahlen, warum fühlen sich eigentlich auch die Frauen angesprochen? Er hat ja nicht Bürgerin gesagt. Oder wenn es im Kriegsfall heißt, alle Männer müssen an die Front, warum fühlen sich dann die Transmänner nicht angesprochen? Und wenn es doch freiwillig ist zu gendern und keiner gezwungen wird zu gendern, warum fühlen sich Leute dazu genötigt, direkt irgendwas Aggressives in den Chat zu schreiben? Es ist doch freiwillig, oder nicht? Warum sozialen Druck aufbauen? Bleibt für mich ein Rätsel. Sünde gegen das Gender. Das generische Maskulinum reicht doch aus, oder? Ja, all die Jahre hat es ausgereicht. Warum sollte es nicht mehr ausreichen? Es gibt im Deutschen die grammatische Regel, dass in einem Raum voller Männer wir zum Beispiel sagen, das sind die Lehrer. In einem Raum voller Frauen sagen wir zum Beispiel, das sind die Lehrerinnen. Wenn aber ganz, ganz viele Frauen in dem Raum sind und nur ein Mann, sagen wir trotzdem die Lehrer. Genau, und das ist ja nichts Schlimmes. Du willst ja nur damit sagen, es sind männliche und weibliche Lehrer in einem Raum. Da wird ja niemand jetzt mehr Rechte bekommen oder diskriminiert. Das heißt, die Frau oder Frauen sind grundsätzlich immer nur nachgelagert. Mit dem generischen Maskulinum sind wir nicht besonders inklusiv. Alles wird sich gendern. Danke, ciao. Also selbst wenn alle... Ich meine, alleine, dass ich auf Triebtäter überhaupt nicht reagiert habe, dürfte denjenigen ja schon entwaffnet haben, oder? Veränderung ist doch echt eine Schande für unsere Welt. Wie kommst du darauf? Alles inklusiv wäre, bekommt man ja dadurch nicht mehr Rechte. Weil das für mich... Wenn ich sage, dass du deine Assoziation für ein Wort verändern kannst, ist das eine Veränderung. Du kannst nicht nur erzwingen, dass ein Weg der Veränderung der richtige Weg ist für alle. Unangenehm war, kriegt ihr jetzt was Unangenehmes zurück. Hornscheid versteht sich nicht als Frau oder Mann, sondern als genderfrei. Hat jahrelang Sprachwissenschaft gelehrt. Den Genderstern findet Hornscheid wunderbar. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn der Genderstern? Das hier. Hey, ich bin der Genderstern. Hallo Genderstern. Hallo Genderstern, was ist denn eigentlich Gendern? Ein Test. Wenn ich von Astronomen baue... Der Weg mit wenig Hass. Kennst du den Weg mit wenig Hass? Wie machst du den Weg mit wenig Hass? Bitte, wenn du den kennst, dann gehe den Weg mit wenig Hass. Arbeitern und Ärzten spreche, an wen denkst du da? Also, ich stelle mir die Menschen so vor. Also nur... Ich denke da sowohl an männliche und weibliche Ärzte und Bauarbeiter. Ich finde es einfach krass, dass sowas in irgendwelchen Kinderserien eingebaut wird. Ich meine, Kinder sollten sich zuerst bemühen, die deutsche Sprache zu lernen, bevor sie mit den Gendern anfangen. Fühlt sich endlich angesprochen, aber es ginge noch radikaler. Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ens? Der wird sogar noch erklärt. Hört genau zu, wie sie sich das Ganze vorstellt. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Also ja, das ist vollkommen simpel. Genauso sollten wir reden, denn ist alles vollkommen klar. Immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und ens. Sein ihr Einkaufskorb, sondern ens Käufer und ens Einkaufskorb. Und ja, total einleuchtend oder super einfach umzusetzen. Einfach nur ems
Käufer ins Einkaufskorb. Meiner Meinung nach ist Gendern total unnötig. Nur wenn man eine bestimmte Gruppe gendert, heißt es nicht, dass sie automatisch mehr Rechte oder Ansehen bekommen oder beliebter werden. Im Gegenteil, ich finde, Gendern sorgt eher dafür, dass manche Menschen dann etwas dagegen entwickeln, weil sie das nicht möchten und sich irgendwie gezwungen fühlen. Ich weiß, dass ich sehr oft nicht akzeptiert werde, besonders weil ich halt, wie gesagt, ein Fuchs bin und viele akzeptieren das eben nicht. Fühle ich. Ich werde auch häufig nicht akzeptiert, weil ich ein Saiyajin bin und kein Mensch. Aber ja, Füchse und Saiyajins haben es nicht einfach auf diesem Planeten. Morsen, kurzes Ends, langes Ends. Hey ChatGPT, können sich Menschen als Fuchs identifizieren? Es ist möglich, dass Menschen sich als Fuchs identifizieren? Ist es krank, sich als Fuchs zu identifizieren? Nein, es ist nicht per se krank, sich als Fuchs zu identifizieren. Identitätsfragen sind komplex und individuell. Boah, ich glaube, ChatGPT ist kaputt. Darf ich jetzt noch gendern, wenn Sie hier sitzen eigentlich oder nicht? Ich mache das nie, aber Sie sind dermaßen dagegen, dass es mich fast schon reizt, es absichtlich zu machen. Aus reiner Provokation also. Also ist das der Weg des weniger Hasses, wenn man das aus reiner Provokation schon macht? Also, Sie haben gewettert gegen meine KollegInnen, Herr Merz. Warum? Ja, weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache. Wenn Sie da bin ich übrigens auch gegen. Ich bin gegen verbindliche Regeln zur deutschen Sprache. Das privat machen, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie im privaten Fernsehen sind, können Sie machen, was Sie wollen. Aber Sie werden hier von Gebühren bezahlt, die alle bezahlen müssen in Deutschland. Und ich finde, dass die Fernsehzuschauer einen Anspruch darauf haben, dass sich die Moderatoren an die Regeln halten. Finde ich auch nicht, nein. Einfach nein. Ich bin für freie Kunst. Ich bin dafür, dass das Sprache frei ist und sich dem Nutzen unterzuordnen hat. Und wenn ich irgendwas Künstlerisches machen will oder künstlerisch blubig sprechen möchte, dann darf ich das auch, ganz egal, wie die Sprachregeln sind. So, ich betrachte nur, für alle Leute, die bis jetzt irgendwie nicht wissen, wo wir hier dran sind, ich betrachte das Gendern leider auch als Sprachregel oder als Sprachdogma, so wie die anderen Rechtschreibregeln auch, die ich auch nicht voll und ganz akzeptiere. Das heißt, wenn jemand auf kreative Weise die ganze Zeit rumgendern kann, finde ich das wahrscheinlich unglaublich lustig und für mich selber bereichernd. Wenn die zum Beispiel bei Game 2 auf verschiedene Weise gendern, dann mag ich das. Wenn die aber wiederholt und wiederholt immer dasselbe Genderwort benutzen, dann wiederholt sich das einfach. Das Problem ist, dass bei einem kreativen Schreibwerk, weil die ja was Künstlerisches machen, die machen eine Sendung, dass das auffällt, weil die immer wieder dieselben Worte benutzen. Das würde das hindern. Sie bemühen sich aber, das so kreativ wie möglich zu benutzen und das gefällt mir. Ich bin für das Kreative. Ist Markus Lanz das Maß aller Dinge? Nein, aber glaubst du, dass nur Markus Lanz das macht? Genau, es gibt Leute, die gendern, ohne was zu provozieren. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die gendern, um zu provozieren, besonders im Internet. Im Internet wird sehr viel provoziert. Zum Beispiel kommt ein Dot Blossom einfach rein und benutzt das Wort Triebtäter im Chat, einfach nur um zu provozieren. Seht ihr? Ist Dot Blossom das Maß aller Dinge? Nein. Aber ist Dot Blossom direkt schon mal als Negativbeispiel direkt mal aufgefallen? Ja. Das ist das Problem. Erstmal dick provozieren, um Ärger zu verursachen. Welche Regeln? Wer macht diese Regeln? Das macht der Rat für deutsche Sprache. Das ist ein Gremium, das eingesetzt ist von allen Ländern. Und die haben klar und deutlich übrigens noch im letzten Jahr letztmalig gesagt, dass dieses Gendern mit den Regeln der deutschen Sprache nicht zu vereinbaren. Das war's mit dem Video. Ich würde auch nicht wollen, dass es in das Regelwerk eingenommen wird und zur Pflicht wird. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Gendern hält. Gendert ihr schon? Habt ihr vor zu gendern oder sagt ihr, nee, ist mir zu kompliziert? Like gerne das Video für den Algorithmus und lass dein Abo da, denn sehr viele Zuschauer haben mich nicht abonniert, gucken aber öfter meine Videos. Ihr kleinen Schlingel solltet also ein Abo da lassen, noch ist es kostenlos. Und ein großes Dankeschön an alle Kanalmitglieder, wir sind einfach 15 Kanalmitglieder. Holy shit. Ja. Ist Ansichtssache, ob er da recht hat oder nicht. Ja, natürlich. Aber wir sehen ja, dass sofort aggressive Takes kommen. Wenn du was gegen das Gendern hast, kommt sofort irgendwer aggressiv rein. Ich bedanke mich da an Dot Blossom. Danke, dass du als Beispiel vorangehst und zeigst, dass man sofort angegangen und provoziert wird, wenn man nicht gleich auf Linie ist.
provozierendste Aufmerksamkeit. Das habe ich gerade eben aber auch gesagt, dass ich manchmal denke, wenn ich doch einfach auf Twitter richtig einen reinscheißen würde und Leute so richtig geil provoziere, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit. Das denke ich mir auch. Ich denke mir auch, warum provoziere ich nicht einfach, um die Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, natürlich. Alles gut. Man sollte schon auf einem Diskussionsniveau sein. Du siehst aber dort, Blossom, dass deine Worte gar nicht tatsächlich so gewalttätig und gemein sind, dass sie mich verletzen können. Ich entscheide selber, was mich verletzt. In dem Fall komme ich damit klar, obwohl du harte Worte benutzt hast. Ja, weil Worte nur so stark sind, wie du sie interpretierst. Wegen dem ist Grammatik falsch. Ja. Vor allem mich interessiert das nicht. Ich bin nicht dafür, grammatische Regeln krass durchzusetzen. Deswegen will ich aber auch nicht, dass hier Gegendere krass durchgesetzt wird. Es soll aber auch nicht verboten werden. Seit und seit kann ich auch nicht auseinanderhalten. Aber ihr verdeutlicht schon das Problem. Wenn sofort aggressiv reingehauen wird, dann sieht man, dass es einfach, es ist nicht der friedliche Weg. Es wird manchmal einfach als Kampfbegriff benutzt. Es wird benutzt, um andere zu diffamieren. Grammatik, wen juckt's? Ja. Dann heißt es auf Twitter auch oft, es gibt gar keine Genderpolizei. Und dann sagt irgendwer irgendwo, ich finde Gendern voll doof. Und zack, wird er gescreenshottet. Dann wird sofort auf Twitter geteilt und heißt, guckt euch mal den Idioten an. Der ist nicht mehr in der Lage zu gendern. Ah, ist der nicht blöd? Aha, gibt also keine Genderpolizei. Aber da werden Leute sofort angeprangert öffentlich, wenn sie sich dagegen aussprechen. Aha, ja, was ist denn das? Gesellschaftlicher Druck nennt sich das. Ich hab Old Guitar Hand, weißt du was? Ich weiß nicht mal, was das Dativ und das Genitiv ist. Ich habe keine Ahnung. Dort Blossom, im Grunde kannst du selber entscheiden, wie für dich die Regeln sind. Also wie du was verstehen willst, kannst du bis zu einem gewissen Grad selbst entscheiden. Wenn du in der Lage bist zu verstehen, dass du das selbst entscheiden kannst. Blöd ist, wenn du nicht verstehst, dass du es selbst entscheiden kannst, dann bist du deinen Emotionen komplett ausgeliefert. Das heißt Gender Stasi. Sofort die Amadeo-Antonio-Stiftung anrufen. Hallo, da hat jemand nicht gegendert. Darf ich das bitte melden? Grammatik ist soweit wichtig, dass es eben verständlich ist. Leider muss man natürlich bei öffentlichen Sachen, wenn man eine Bewerbung schreibt oder so, genau darauf achten. Weil natürlich, es gibt ein Vorurteil. Wenn du falsch schreibst, wenn du dich nicht an die Grammatik hältst und jemand anders sieht das und erkennt dich nicht, wird er dich gleich für dümmer einschätzen, wenn du nicht ordentlich schreibst. Das ist ein Vorurteil. Das denkt man nun mal. Wenn du weißt, dass andere Menschen dieses Vorurteil haben und so denken, dann musst du leider korrekt schreiben, um dich diesem Vorurteil anzupassen. Ist klar. So, habe ich jetzt die ganzen Hater vergrault? Ha, Hater sind der erste Weg zum Ruhm. Lasst mir noch euren Hass auf dem YouTube-Kanal da. Leute, ich bin total durch. Ich bin echt müde.